Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk und heute reden wir über einen Film mit Willem Dafoe in der Smart Home Hölle, nämlich Inside. Und wie ich den fand, das verrate ich euch nach dem Trailer. I fear you, brother. I gotta set you free. Help me! Get me out of here! Final approach to target. Number one, go, go! Okay, you got 7 minutes. Stay focused. The art in here is worth millions. Proceed to step two. What's happening? Come in! Come in! It won't open! Sorry, man. You're on your own. In number three. Number three, come in. Help me! Get me out of here! Go to Tompkins Square Park. For a guy named Danny Z. Do that for me. Tell him I'm stuck here. Nobody here but us pigeons. I fear you, brother. I gotta set you free. When I was a kid, my teacher asked me what I would save from my house if it were on fire. I answered, my sketchbook, my AC/DC album, and my cat Groucho. I didn't mention my parents or my sister. Does that make me a bad person? Cats die. Music fades. But art is for keeps. In Inside geht es um Nemo, gespielt von Willem Dafoe. Er ist auf seinem Gebiet einzigartig. Er ist Kunstdieb. Er steigt in Häuser ein, um dort Kunst zu stehlen, um sie dann auf dem Schwarzmarkt zu verticken. Und seine Aufgabe ist es jetzt nun, in ein leerstehendes Penthouse einzusteigen. Also steht nicht leer. Die Besitzer sind, glaube ich, gerade nach Kasachstan geflogen oder irgendwie sowas. Und er soll in der Zeit versuchen, ein wichtiges Gemälde oder viele Gemälde und ein sehr wichtiges Gemälde aus diesem Apartment zu stehlen. Das Ding ist doch aber leider, als er versucht zu fliehen und die Wohnungstür zu öffnen, wird das Haus und die Wohnung unter einen Lockdown gesetzt. Er ist also komplett eingesperrt. Und die Klimaanlage spinnt, weil er die auch noch kaputt macht, spinnt die komplett so hin und her und es wird schnell heiß und schnell kalt und er muss versuchen, irgendwie in der nächsten Zeit dieses Apartment zu verlassen. Und das erinnert ein bisschen an Robinson Crusoe, aber innerhalb eines Apartments in einer Wohnung und man versucht es auch wirklich genauso aufzuziehen. Es gibt ein kleines Waldteilchen. Es gibt einen kleinen Fluss, es gibt unterschiedliche Etagen, auf denen er sich befinden kann. Es gibt unterschiedliche Räume, es gibt einen eigenen Präsentationsraum. Das sind ja wirklich alles Ausstellungen drin. Und er mittendrin und keine Ahnung, was man da tun soll. Selbst der Kühlschrank spielt Macarena, wenn man ihn zu lange offen lässt. Was ich eigentlich eine ganz witzige Idee finde, aber... ja, und dann ist Inside primär ein Überlebenskampf für ihn in einer Wohnung, weil Wasser geht nicht mehr, Toiletten gehen nicht mehr, nichts funktioniert. Das Einzige, was noch irgendwann funktioniert, ist die Sprenkleranlage dieses kleinen Minigartens, das er benutzen kann. Aber im Grunde ist er alleine und auf sich allein gestellt. Und ja, Inside kam jetzt ja schon vor ein paar Wochen am 16. März, oder gut, vor ein paar Tagen, ehrlich gesagt, in die Kinos. Und ich hatte den vor, glaube ich, über einem Monat hatte ich den schon gesehen. Und war sehr gespannt. Ich mochte den Trailer von Inside sehr gerne, Willem Dafoe immer gut, aber am Ende ist das ein Film, der vor allem an seinem problematischen Drehbuch krankt. Das ist sehr unlogisch, was er da teilweise tut. Man sitzt dann im Saal und fragt sich,
warum machst du es denn da? Mach's doch irgendwo anders. Hack dich doch irgendwo durch eine andere Wand und nicht am höchsten Punkt der Wohnung, wo du dir noch irgendeine provisorische Leiter bauen musst. Das macht ja vorne und hinten keinen Sinn. Dann macht es auch keinen Sinn, wenn dann irgendwann Alarmanlagen angehen und keiner zur Hilfe kommt und so weiter und so fort. Das ist ein Film, der vor allem wirklich an seinen Logikproblemen hängen bleibt. Und das ist wirklich gefährlich, weil ein Film, der dieses Thema aufgreift, der auch versucht, noch den Klimawandel mit aufzugreifen, innerhalb eines Apartments mit den hin und her springenden Temperaturen, dann sollte man sich zumindest auch mal Gedanken über die Logik machen und nicht über die tiefergreifende Geschichte oder die tiefergreifende Thematik, die der Film am Ende aussagen will. Denn wenn wir da sitzen und nur 60 Minuten dieser 105 Minuten uns die ganze Zeit fragen, was soll denn der Käse? Warum tut er das? Was soll das? Das ist überhaupt nicht logisch. Niemand würde so handeln. Dann frage ich mich, warum gucke ich mir das an? Warum soll ich mit ihm mitfiebern? Auch wenn Willem Dafoe wirklich eine fantastische Leistung abliefert, gerade im Verlauf des Filmes immer besser wird, ist das am Ende ein sehr unlogischer, problematischer Film, der keine Spannung aufbauen kann, weil er halt einfach Probleme hat. Und weil ich mir, weil wenn man die ganze Zeit da sitzt und so denkt, ja, mach's doch anders. Mach's doch einfach anders. Und deswegen kriegt Inside von mir leider nur 5 von 10 möglichen Punkten. Ich fand ihn leider sehr enttäuschend, das tut mir echt leid, aber ja gut, so ist das leider. Habt ihr Inside vielleicht sogar schon gesehen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Wir hören uns die Tage wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.